Sicherheitshalber. So, weiter. Ach scheiße, er hat auch ein Item benutzen können. Ja. Ich depp, ey. Das ist nicht so gut. Aber das kriegen wir weg. Freund, das kriegen wir weg. Okay. Extra Zug. Ah, scheiße. Das Problem ist echt dieses blöde... dass wir Ramudo machen müssen. Dass wir seine Angriffsstärke untersetzen. Das machen wir jetzt, glaube ich. Rakunda, sorry. So. Weil das ist nämlich auch ziemlich wichtig. Was haben wir? 2, okay. Reicht noch nicht. Weiter. Sehr schön. Immer noch nicht nächste Phase. Aber trotzdem mal so einen schweren Stein rein. Sehr schön. Sein letzter Zug. Autsch. Okay. So, jetzt gib mir mal einen richtig schönen Buff. Weiterhin schön schwächen. Das habe ich nämlich. Jetzt mal angreifen. Nochmal. So, und jetzt komme ich nämlich langsam in die Pedoie. Nochmal. Sehr schön. Das könnte jetzt funktionieren. Das könnte jetzt so funktionieren, wie ich das mir vorstelle. Ich werde ihn nochmal schwächen. So, jetzt bufft er uns nochmal ein letztes Mal. Ah, das war guter Schaden. Er ist noch nicht rot, okay. Aber kein Problem, wir haben ja noch ein paar Heavy Steine. Jetzt drücken wir ihn richtig. So, und um richtig abzufacken. Haben wir noch ein Viech mit Endor. Und natürlich. Natürlich noch. Mit einem Mamudo. Jetzt haben wir nämlich. Oh. Ups. Easy. Tom, wozu haben wir uns jetzt diesen blöden Navy-Anzug gekauft? Der hat keine Windattacke auf uns gemacht. Scheiße. Eine Kacke auch. Mach mal ein bisschen Agility hoch. Du lernst das. Naja. Bufo. Düne. Du lernst auch nichts Neues. Super.
Boah, was? Das gab ja eine Menge. Das gab richtig viel. Boah. Na super. Boah. Ich benutze ja das hier überhaupt nicht, ne? Scheiße, das hätte ich mal machen müssen bei dem Boss. Na, egal. Asahi! Boss! Asahi! Are you okay? Looks like she was just knocked out. Dad, is he... Asahi? He's still breathing. He's not going to make it. Dad? No. This can't be happening. This can't be happening! Don't cry. You did everything you could. We have to stop the bleeding. Help me, please! Help my dad! Keep an eye on Asahi, Nanashi. You know how she can be. Dad! Dad, stop, please! Don't talk like that! Hey, come on now. Dad? No. No! Is everyone okay? I don't see any serious wounds. How are you feeling? Please, could you take care of her? Of course. Can you stand? Is she going to be all right? Let's hope so. She just needs time to process it all. He raised you, didn't he? Are you okay? If you say so. Listen, I'm not gonna tell you I know how you feel. I never knew my dad. But when I was 10, my mom disappeared. She might have died, or she might have just abandoned me. Just poof. You know? It didn't feel real. I wasn't sad or angry, but my throat was clenched tight. Look, I'm not saying it's the same or anything. I just want you to know that we're in this together, with you and Asahi. Man, I don't even know what I'm saying. Forget it. Welcome, dear humans. I am Krishna. He's on my phone, too! We, the Divine Powers, have established a domain across the entirety of Tokyo. You will no longer be able to use your demon summoning program. Tokugawa Mandala, the grand barrier we have set over the entirety of Tokyo. It's futile for you to fight against it. We have done this with your best interests in mind. You have depended on gods and demons for too long. That's the only reason you've denied my salvation. But that's all over now. Shesha will return to Tokyo to eliminate the demons that oppose the divine powers. Once rid of their influence, Tokyo will regain its former peace. And then,
All you need do is await your salvation, which will come with the next full moon. Under that moon, the cosmic egg will hatch, and Flynn will awaken as our Godslayer. Good night, humans. I thank you for your cooperation. Wasn't expecting you guys here so soon. Bro! What are you doing here? Got a message from Lucifer. Sounds like you were able to deal with the demons over there. I'd hate to do this to you so suddenly, but we need you on another mission. Tokyo's extremely dangerous right now. We have no way of summoning our demons. And without the demons, we're as good as dead. There's no way we could fight Shaysen now. Abe should be arriving in Kinchicho soon. I'm already here. Glad to hear it. He'll fill you in on the details. We're counting on you. You heard the man. We need you to destroy this domain that the divine powers have set up. Problem is, we don't know much about it. But Lucifer has some info on a demon. Just might. He's called Tenkai. Right now he's a boulder over in Midtown. So you're gonna need this if you want to make him talk. That's Tenkai's medium. Take that to the boulder over on the first floor in Midtown. Once Tenkai tells you what to do, destroy the damn domain. And you're gonna do it, whether you like it or not. Well, get off your ass then. Denn für einer, ey? Also klar, wir kennen Abe, aber ey. Welcome. Have a look. So ein Arschloch. Nee. What do you want? Noch was Neues? Nee. 6000 ist ziemlich teuer. Ich diese Quest, Main Quest. Ja, Feed. Ne, ist immer noch das hier. Okay. Challenge, was Neues. Database, Notes. Ja, ja, bla bla. Ey. Notes. Wo sind denn die Notes? Ach hier. Tenkai. Wer sind das nochmal gewesen? Kann ich mich nicht dran erinnern. Daran auch nicht. Egal. Kann ich mich rausbewegen oder ist irgendwas passiert? Cool. Ja, ist ja gleich um die Ecke. Ich mal kurz hier gucken, ob ich mich rausbewegen kann, weil dann mache ich mich jetzt Schluss. Boah, ey, das ist wieder rumgeschrei unten. Das geht anscheinend. Gucken wir mal hier. Asahi ist anscheinend nicht mehr unter uns. Erstmal. Ich gehe mal nur gucken, ob das da hinten, ob man hier frei rumlaufen kann. Und dann. Ah, scheint. Ja, okay. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.